Liebe Schwestern und Brüder, jede Zeit bringt ihre eigenen Bischöfe hervor, die unsere, und das ist interessant, einen Blick auf die Generationen zu werfen, inzwischen solche, mehrheitlich, die in einem Land voller Wohlstand aufgewachsen und groß geworden sind. Die Generation derer, die noch Krieg oder Vertreibung erlebt haben, tritt ab oder stirbt. Und das prägt ein Gesamtbild von Kirche. Und immer muss die Frage sein, die wir eben im Zeugnis des Johannes hörten. Ist die Kirche insgesamt angeführt von den Bischöfen die Stimme, die in der Wüste ruft? Die Zeit, die die großen Bischöfe hervorgebracht hat, die die Kirche heute feiert. Basilius den Großen und Gregor den Theologen, wie ihn die Ostkirche nennt, denn Gregor von Nazianz, so heißt sein Vater, der ebenfalls heilig ist. Beides große Gestalten, tief durchdrängt von antiker Bildung, hochgeschallt, zu jeder Aufgabe gerüstet, zu jeder Herausforderung, aber eines Tages gepackt vom Evangelium. Beide spät getauft. Basilius aus einer Familie, die gleich ein ganzes Dutzend Heilige hervorgebracht hat. Seine Großeltern haben noch die Zeit der Märtyrer erlebt. Seine Schwester, die heilige Makrina, sozusagen das geistliche Zentrum dieser ganzen Familie, zieht sozusagen alle das blühende, aufblühende Mönchtum an sich und gründet mit der Mutter auf dem ehemaligen Familiensitz ein eigenes Kloster. Der Bruder Basilius, von den Studien aus Athen zurückkommend, nachdem er vielfach gereist ist, gründet in einem Seitental etwas Ähnliches. Doch zieht er seinen Studienfreund, eben besagten Gregor, mit hin. Aber dieser Gregor wird zu Hause gebraucht. Sein Vater, dieser heiligmäßige Mann, kommt in die Jahre. Er ist Bischof und gegen seinen Willen weiht er den Sohn zum Priester. Jede Zeit bringt ihre Bischöfe hervor. Es ist die Zeit der großen dogmatischen Auseinandersetzungen, die wir uns auch vielleicht so klar nicht vorstellen müssen, dass es klar ist, was ist schwarz und was ist weiß. Wo sind die, die Recht haben und die, die nicht Recht haben? Manchmal hört man das ja heute ist alles so subtil. Wir brauchen mehr Klarheit, was richtig und was falsch ist. Auch in der damaligen Zeit wurde darum gerungen. Und wir sehen, wie diese Bischöfe, die ja auch singulär sind, uns kommt das immer so vor, als wäre die Mehrzahl der Bischöfe heilig gewesen. Das war zu keiner Zeit der Kirche so. Sondern heilige Bischöfe sind singuläre Erscheinungen. Es gab damals viele, viele Bischöfe, wie es auch heute viele, viele gibt. Was hat sie so singulär gemacht? Was hat sie zu einem Kompass werden lassen in dieser damals ebenso schwierigen Zeit? Es ist das, was wir in den Schrifttexten eben gehört haben. Stimme zu sein, die in der Wüste ruft, bereitet den Weg für den Herrn. Bereitet nicht den Herrn für irgendwen. Für ein nettes Kerlchen, das da in Nazareth aufgewachsen ist. Irgendwen, mit dem wir uns verbrüdern können. Bereitet den Weg für den Herrn. Wenn Jesaja das ausspricht, meint er Gott. Und Johannes der Täufer meint es auch. Diese späteren Verdrehungen, die damals zur Zeit des Basilius und des Gregor fröhliche Urstände feiern, unter den Arianisten, unter den Arianern. Dieses Unkraut wuchert bis heute in der Kirche und verdirbt manchmal den ganzen Acker. Deshalb braucht es solche singulären Gestalten, die das tun, was uns der erste Johannesbrief heute zugerufen hat. Wenn das, was von Anfang an ihr gehört habt, in euch bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und im Vater. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn ist, nicht irgendeine Theorie von irgendeiner Professorin oder einem Professor, wen interessiert das um alles in der Welt? Es gibt das Zeugnis der Schrift.
Es ist glasklar. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn ist, hat auch den Vater nicht. Der kann sich in eine agnostische Spielgruppe einordnen lassen. Und jeder originäre Agnostiker oder Atheist ist ernstzunehmender als mancher Theologe, der den Sohn leugnet und damit auch den Vater nicht hat. All das wird wie ein Same im Moment immer noch ausgestreut, weil wir beten müssen, liebe Schwestern und Brüder, dass auch unsere Zeit, unsere immer noch Wohlstandszeit, gute Bischöfe hervorbringt. Ja, gewiss, singuläre Gestalten, vielleicht nicht ganz so groß wie Basilius, vielleicht nicht ganz so der Theologe wie Gregor von Nazianz, aber doch solche, die wissen, was von Anfang an war, was bleibt und was immer sein wird.